Hallöchen und herzlich willkommen zurück oder neu hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr euch reingeklickt habt. Ja, am Titel habt ihr es bestimmt erkannt. Es geht um die Schminkbox für den Monat Jänner. Ja, was habe ich benutzt? Was habe ich leer bekommen? Das werden wir heute alles gemeinsam durchbesprechen, ausprobieren. Werde euch mein Fazit sagen. Vielleicht 10 Produkte aus. Vielleicht habe ich etwas leer bekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Monat bei mir gelaufen ist, bleibt gerne dran. Ja, dieses Monat ist die Schminkbox eigentlich, ja, wie soll ich sagen, sehr unspektakulär, beziehungsweise ich habe mich mehr durchgetestet, als dass ich wirklich einen Look kreiert habe. Denn ja, ich habe es auch schon in einem anderen Video erwähnt, ich befinde mich aktuell nur mehr im Homeoffice. Ja, Corona lässt momentan nicht mehr zu. Und ja, vorab, wenn ihr Geräusche im Hintergrund hört, bei uns ist heute mega Sturm und ja, da klackern immer die Rollo-Zugbänder an der Scheibe. Bitte entschuldigt das. Das Wetter spielt heute einfach verrückt. Und ihr seht, ich werde auch immer schön beleuchtet von der Sonne. Also ja, ein cooles Muddelwetter bei uns hier. Aber zurück zur Schminkbox. Ja, das Homeoffice hat mir nicht die Möglichkeit gegeben, meine ganze Schminkbox auszutesten. Doch sind einige Produkte, die mir positiv aufgefallen sind. Ich habe was leer bekommen. Ich habe sogar Produkte, die mich verlassen werden. Ja, quatschen wir nicht lange, wir starten einfach mal. Gesichtspflege habe ich aufgetragen vor gut 15 Minuten. Das habe ich eigentlich oft so gemacht. Ich habe mich in dem Monat, ja, wenn es hochkommt, vielleicht 4 oder 5 Mal geschminkt. Sehr, sehr wenig. Denn ja, ich habe wenig das Haus verlassen. Und auch wenn ich das Haus verlassen habe, gab es für mich oft keine Situation, wo ich jetzt wirklich Make-up tragen wollte. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber wenn ich Lebensmittel einkaufen gehe, gibt es auch genug Tage, wo ich mich nicht schminke. Schminkt ihr euch immer, wenn ihr das Haus verlässt? Würde mich interessieren. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich kann auch damit leben, so das Haus zu verlassen und einkaufen zu gehen. Noch dazu mit der Maske. Ja, sieht man die Hälfte meines Gesichtes sowieso nicht. Somit, ja, habe ich das auch in dem Monat sehr oft zugemacht. Dann kommen wir auch schon zu den Primern, die ich dieses Monat in meiner Schminkbox hatte. Einmal hatte ich einen Primer von Catrice, der Pure Radiant Glow Riser. Ja, da ist nicht mehr viel drinnen, wo ich mir eigentlich gedacht habe, das wird ein Produkt werden, was ich leer mache. Anfang des Monats wusste ich noch nicht, dass ich mich nur mehr im Homeoffice befinden werde bis Ende des Monats und dachte mir, ja, den kannst du vielleicht so 4, 5 Mal benutzen. Und dann ist er leer, aber er war doch sehr ergiebig. Ich habe ihn 2 oder 3 Mal eben in dieser Phase benutzt. Nicht leer gegangen, schade. Finde ihn aber gut, diese Kügelchen. Ja, die lösen sich dann auf der Haut auf und machen das Ganze ein bisschen glowig. Und ja, geben Feuchtigkeit. Ein ganz solider Primer. Und ihr seht, ich habe ihn ja gut benutzt. Dachte eigentlich, ich bekomme ihn leer. Und das zweite habe ich mir dazu genommen, weil ich dachte, dass es offen war. Aus dem Trashy von der lieben Nicole von Monoskin einen Illuminating Primer mit Lichtschutzfaktor 15. Das ist dieser hier. Und ja, den habe ich 1, 2 Mal getestet. Ich habe wirklich Probleme gehabt, dieses Monat Primer zu testen oder wie es jedoch aufzubrauchen, denn meistens, wenn ich mich fertig gemacht habe, habe ich mir meine Tagespflege oder Sonnenschutz aufgetragen. Ja, und auch dann schon 15 Minuten später mich, ja, fertig gemacht, geschminkt und somit war oft der Primer gar nicht notwendig. Ich nutze den Primer auch oft sehr gerne, wenn ich zum Beispiel meine Tagespflege auftrage und mich dann vielleicht erst 1, 2 Stunden später fertig mache, dass eben noch ein Kick an Feuchtigkeit, ja, auf die Haut kommt, musste ich das Monat nicht wirklich machen und somit habe ich den zweiten hier auch nur 1, 2 Mal getestet. Hat mir aber, muss ich ehrlich sagen, nicht hundertprozentig gefallen, will ihn aber noch nicht aussortieren, gib ihm auf jeden Fall in einer anderen Schminkbox nochmal eine Chance. Und ich habe dazu ein Backup. Das wird mich aber definitiv verlassen, weil so viel Backup brauche ich von dem dann definitiv nicht. Ja, dann würden wir schon loslegen mit der Foundation. Da hatte ich dieses Monat 2 in meiner Schminkbox. Eines, was ich leer bekommen habe, ist die Fit Me Foundation. Das ist die Fit Me Maybelline Foundation Matte Poreless für normale bis fettige Haut in der Farbnuance 104.
Und ja, einige, die mich schon länger verfolgen, werden sich denken, normale bis fettige Haut, redest du nicht immer davon, du hast trockene Haut? Definitiv. Die habe ich mir vor, ja, ich kann es gar nicht sagen, gut 1,5, 2 Jahre gekauft. Als Hype-Produkt, sage ich jetzt mal, hat für mich schon funktioniert, aber nur mit wirklich sehr, sehr reichhaltiger Pflege. Und die ist jetzt leer gegangen, die konnte ich jetzt noch einmal verwenden. Also warum ich die so lange eigentlich noch in meiner Make-up-Sammlung hatte, weiß ich gar nicht. Denn ja, sie hat mir genau jetzt noch für eine Anwendung gereicht. Und sie hat mir auch wirklich nicht gefallen. Sie funktioniert einfach auf meiner trockenen Haut, nur wenn ich reichlich Pflege auftrage. Und ja, das ist nicht Sinn der Sache. Was ich mir da damals beim Kauf gedacht habe, weiß kein Mensch. Ich bin froh, dass sie leer ist. Nachkaufen definitiv nicht. An sich fand ich aber die Foundation nicht schlecht, nur eben nicht passend für meine Haut. Ich habe dann natürlich nur die zweite Foundation diese paar Male benutzen können und da war die Catrice True Skin Foundation in der Schminkbox. Eine super solide Foundation, hat es auch letztes Jahr schon in meine Jahresfavoriten geschafft, also 2020. Ich habe die richtig gut empfunden, mag die immer noch, sie ist halt einfach stärker deckend und ich habe sie in der Farbe 030 Neutral Sand. Ich mag die aber richtig gerne und die werden wir uns jetzt gemeinsam auftragen, dass ihr das Ergebnis auch seht. Ach ja, und zu meinen Haaren wundert euch nicht, ich habe heute so einen richtigen Bad Hair Day. Sie fliegen herum, sind absolut nicht hübsch und gestylt und wie auch immer. Aber ja, so ist es nun mal. Ich wollte deswegen trotzdem mein Video drehen. Und ich gebe mir die jetzt mal auf. Primer habe ich jetzt, wie gesagt, nicht unten aufgegeben, da ich von der Feuchtigkeit her mit meiner Tagescreme absolut ausreichend Feuchtigkeit habe. Der Farbton der Foundation funktioniert für mich gut. Den habe ich mir auch damals in der richtigen Farbe ausgesucht. Hat für mich eine mittlere bis starke Deckkraft, also meine Rötungen schafft das Make-up relativ gut abzudecken. Und ich glaube, man kann auf der einen Seite schon richtig gut erkennen, dass da ein gewaltiger Unterschied ist zu meinen Rötungen, die ich hier habe und die sich hier super schön kaschieren lassen. Ja, wie gesagt, es ist eine festere Foundation, nicht so flüssig, wie ich es momentan sehr gerne habe. Aber ja, das war halt einfach damals eine neue Foundation, die ich für mich getestet habe, die super funktioniert hat und immer noch gut für mich funktioniert. Der Farbton ist passend und sie lässt sich trotzdem mit meinem Lieblingspinsel sehr, sehr gut auftragen. Ich muss nicht zu viel angleichen oder irgendein Zusatzprodukt nehmen, so wie ich es ja in meinem Trashy gehabt habe, dass ich dann doch etwas aufhellen musste. Ist hier nicht notwendig und sie lässt sich auch super auftragen, ausblenden. Und ich weiß, dass viele gerne mit dem Schwamm arbeiten. Das habe ich auch schon öfters erwähnt, ist absolut nicht meins. Ich bin einfach ein Pinselkind und greife deswegen am liebsten zu Pinsel und da nutze ich einfach am liebsten nur mit diesen It Cosmetic Pinseln, mit dem komme ich einfach am besten klar und mit dem kann ich auch wirklich sagen, ob ich eine Foundation benutzen kann oder nicht, denn das erwähne ich immer wieder, der Pinsel hilft mir da einfach perfekt. Und ich glaube, man kann schon gut erkennen, wie das Ergebnis ist. Es ist eher matt und nicht so glowy, wie ich das gerne habe. Aber ja, es ist auch eine Foundation, die ich schon etwas länger habe. Und dieses Glowige habe ich ja dann doch erst Ende 2020 für mich mehr entdeckt. Aber auch die finde ich nicht schlecht und das Finish ist auch nicht totmatt. Muss man halt auch sagen, das ist jetzt nicht so schlimm. Und ja, hat mich das Monat wieder begeistert, nicht enttäuscht. Darf nach wie vor in meiner Sammlung bleiben, ist ein gutes Make-up zu einem günstigen Preis in der Drogerie zu bekommen. Gibt es einfach überhaupt nichts. Dann habe ich ein Produkt, um auf gleich meine Base weiterzukommen, wie soll ich sagen, abzupudern, nach dass mir die Worte noch einfallen.
Und da habe ich mich für ein Puder unter Anführungszeichen entschieden, was gar kein Puder ist. Und zwar aus dem Trashy den Alverde Bronzer. Das ist dieser Duo Bronzer. Marmorierter Duo Bronzer in 01 Soft Bronze. Funktioniert für mich als Bronzer nicht, aber ich finde es als Puder richtig cool. Habe das Monat öfters getestet und ja, für gut empfunden. Und den werden wir uns jetzt gemeinsam aufgeben. Jo, also zu dem Puder. Einfach einen fluffigen Puderpinsel. Gehe da mit nicht so viel Wumms hinein und puder mir mein ganzes Gesicht ab. Was ich schön finde, der hat ganz leichten Schimmer. Und somit war das Monat recht gut, denn er konnte meine matte Foundation ein bisschen glowiger machen. Und ich glaube, ihr werdet das ziemlich gut jetzt dann erkennen können. Wie gesagt, ich bin ja nur einmal hineingegangen und gehe da einfach großflächig über mein ganzes Gesicht. Und ihr seht, das ist jetzt nicht ein Bronzer, der das Ganze sehr dunkel macht oder so, überhaupt nicht. Deswegen verstehe ich auch, dass die liebe Nicole aus dem Trash-Paket, wo ich den Bronzer drin hatte, es absolut nicht als Bronzer sieht. Aber ich muss sagen, als Puder hat es für mich dann doch sehr gut funktioniert. Ich bin jetzt wirklich nur einmal hineingegangen und ich glaube schon, dass man erkennen kann, dass ein bisschen mehr Leben wieder auf meiner Haut ist. Ganz klar für mich ist aber, ich würde es mir nicht als Puder nachkaufen. Es war aus dem Trash-Paket. Ich dachte mir, okay, als Bronzer finde ich es viel zu schwach, aber als Puder könnte man es ja mal probieren und ich bin echt begeistert und habe da echt Freude daran. Ich meine, natürlich kann man sich das als Puder nachkaufen. Ich persönlich würde es nicht machen, dafür habe ich einfach zu viel Puder in meiner Sammlung. Aber es ist definitiv für mich ein Ersatzprodukt an Puder und werde es in meiner Schminksammlung behalten, weil ich es echt überraschend gut fand. Als Bronzer glaube ich ein Flop, als Puder in meinem Fall zum Leerbekommen definitiv top. Gut, dann kommen wir auch schon zu den Augenbrauen. Und da habe ich tatsächlich auch nur zwei Produkte in meiner Schminkbox gehabt. Zu meinem Vorteil, dass ja auch ein bisschen was, ja, ich würde nicht sagen, dass ich etwas leerer bekommen habe, sondern einfach, dass ich da auch nicht so viel Auswahl habe, was in meine nächste Schminkbox wandert. Denn ihr wisst ja, alle Produkte, die ich nicht wirklich benutzt habe, wandern ja in das nächste Monat über. Und das wären dieses Monat dann echt viele Produkte gewesen, wenn ich zum Beispiel jetzt 5 Foundations gehabt hätte, so viele hätte ich nicht benutzt, denn ja, ich habe mich ja nur 5, 6 Mal fertig gemacht, wäre schwierig geworden. Zu den Augenbrauen habe ich von, ja, die Marke weiß ich jetzt nicht, ich habe es auf jeden Fall von der lieben Birgit mal in einem Paket gehabt, diesen Augenbrauenstift. Auf der einen Seite hat er ein Spoolie, was das Ganze leicht gemacht hat, denn ich habe eigentlich immer dieses Spoolie verwendet, um mir die Augenbrauen einfach mal sozusagen durchzukämmen, wenn noch ein bisschen was vom Puder in den Augenbrauen hängen geblieben ist, habe ich mir das einfach durchgekämmt. Und auf der anderen Seite hatten wir den Stift, der am Anfang für mich Probleme dargestellt hat, weil ihr seht es, glaube ich, der ist so fein und dünn. Und ja, mit dem bin ich anfangs gar nicht zurechtgekommen. Während ich quatsche, werde ich versuchen, mir die Augenbrauen aufzufüllen. Also ich habe da wirklich das ganze Monat über spielen müssen, dass ich es gut hinbekomme, denn der Stift ist so fein, dass es mir nicht leicht gefallen ist, meine Augenbrauen nachzuzeichnen, gebe ich ehrlich zu. Und ich glaube, ich habe für meine paar Make-ups, die ich gemacht habe, am längsten immer für meine Augenbrauen gebraucht, weil der Stift einfach so dünn ist und echt schwierig aufzutragen ist. Aber was mir gut gefallen hat, und deswegen habe ich ihn immer wieder benutzt und immer wieder versucht, damit klarzukommen. Mir gefällt die Farbe sehr gut. Und ja, die Farbe hat mir einfach sehr gut gefallen und deswegen habe ich mich Tag für Tag bemüht, mit diesem Stift zurechtzukommen. Was mir auch aufgefallen ist, und das ist vielleicht auch was, was vielleicht für viele ja, interessant sein könnte. Meine Augenbrauen waren nie gleich. Ich hatte oft das Problem, und ich bin gespannt, ob es mir heute auch so geht. Durch diesen feinen Stift habe ich meine Augenbrauen nie gleich bekommen und musste da wirklich sehr viel
Blendearbeit, sage ich jetzt mal, leisten, damit ich da die Form einfach ungefähr gleich hinbekomme. Ich weiß, Augenbrauen sind nie gleich, aber ihr seht es schon. Ich bekomme es nicht hundertprozentig hin. War eine große Spielerei für mich, muss ich ehrlich sagen. Aber mir hat die Farbe einfach so gut gefallen, dass ich mich nicht von diesem Stift trennen wollte. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn eigentlich im Backup habe, ob ich den nicht irgendwo drin hatte. Mir sagt er nämlich etwas. Aber ich weiß nicht, ob ich das Backup behalten werde oder weiterziehen lassen werde. Da muss ich einfach schauen. Habe dann wieder das Spuli genommen, also den Stift umgedreht und das Ganze ein bisschen ausgesoftet. Es ist okay. Ich habe ja durch dieses öftere Benutzen jetzt Übung bekommen und habe es zum Glück jetzt auch gut hinbekommen. Aber hundertprozentig überzeugt bin ich vom Stift nicht. Bleibt aber nach wie vor in meiner Sammlung. Glaube auch, dass ich den ziemlich schnell leer bekommen werde. Ja, also so viel ist noch enthalten, wenn ich ihn jetzt nicht eh abbreche. Ich glaube, ein-, zweimal in einer Schminkbox könnte er noch landen, vor allem wenn ich jetzt so viel zu Hause bin. Und dann wäre er sowieso aufgebraucht. Ja, ob ich mir da das Backup behalte, wenn es mir in die Hände rutscht, ich weiß es nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben, überzeugen mich andere Stifte einfach mehr. Dann habe ich ein neues Gel aufgemacht, denn tatsächlich Gel konnte ich mir nicht aussuchen. Und da habe ich das I Love Revolution Gel, Augenbrauen Gel von meinem Adventkalender aufgemacht. Ist ein farbloses Augenbrauen Gel und ja, ihr seht ein bisschen braun durch das regelmäßige Benutzen. Hat für mich gut funktioniert, ist aber jetzt kein Gel, wo ich sage, wow, ein unbedingtes Nachkaufprodukt. Es war okay, es hat ganz gut gehalten. Ich muss auch dazu sagen, ich habe feine Augenbrauenhärchen, das heißt, sie müssen nicht so angeklatscht sein wie vielleicht bei anderen. War okay, hat einen guten Job gemacht, wird leer gemacht, nachgekauft, aber nicht. So, und dann kommen wir schon zu den Augen. Ja, wenn es ums Augen-Make-up geht, bin ich jetzt ein Stückchen näher rangerutscht, dass man das auch gut erkennen kann. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, auch das war das Monat eher sehr, ja, wie soll ich sagen, ich würde es nennen trostlos. Ich weiß es nicht. Ich war dann nicht unbedingt sehr euphorisch oder habe nicht groß experimentiert einfach. Aber ich habe zu der BH Cosmetic Mrs. Bella Palette, und zwar das ist die zweite, glaube ich, die Dark Side gegriffen. Habe ich schon lange nicht mehr dazu gegriffen. Und ja, die hat mich irgendwie das Monat dann doch begleitet. Sieht innen so aus. Sehr neutrale Töne, so typisch meins. Aber ich habe eigentlich immer eine Kombi getragen und die werde ich euch jetzt im Schnelldurchlauf einfach mal schminken. All I want.
und so schnell entstand dann so mein liebster Look dieses Monat. Er war schon kräftiger, aber natürlich, ich habe ihn 2-3 Mal so geschminkt und irgendwann gewöhnt man sich natürlich an die Farben. Er ist vielleicht ja doch kräftiger jetzt, wo wir darüber sprechen. Ich habe den unteren Wimpernkranz immer ausgelassen und dieses Mal nur oben geschminkt. Mir hat das richtig gut gefallen und ich glaube, ihr könnt es gut erkennen. Dieses Goldgrün hat mir richtig gut gefallen und ja, war so ein Look, den ich sehr gerne geschminkt habe. Heute wird dadurch, wie soll ich euch das sagen, es wird heute ein Look entstehen, der farblich nicht zusammenpasst, weil ich einfach oft auch sehr dezent geschminkt war. Und ja, wenn wir jetzt dann zu dem Blush kommen, werdet ihr sehen, das passt nicht zusammen. Habe ich auch in Kombi mit diesem Augen-Make-up nie getragen. Aber es war halt der Blush, der mich das Monat am meisten begeistert hat. Und so war es auch bei dieser Palette. Eine wirklich tolle Palette. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ist ja schon eine etwas ältere Palette. Ich war froh, dass ich sie das Monat doch ein paar Mal genutzt habe. Habe auch zum Beispiel den Highlighter und auch den Blush mal verwendet, aber eben nicht so oft wie die anderen Produkte. Eine schöne Palette, BH Cosmetic, super Qualität, weiß man, ist man gewohnt und hat mir richtig gut gefallen und hat mein Auge ja doch sehr stark betont. Keine Sorge, es kommt noch Wimperndusche, dass das Ganze nicht so verschwimmt oder besser verschwimmt, eher gesagt. Und ja. Ich glaube, man kann es gut erkennen, dieses Grün, dieses Braun, innen dieses Gold, hat mir gut gefallen, Wimperndusche, kommen wir noch dazu. Jetzt möchte ich gerne weitermachen mit dem Bronzer, da habe ich auch einen aus meinem Trashy gewählt, und zwar dieser Essence Bronzer, der Hello Good Stuff Matte Glow Bronzer, der furchtbar stinkt, aber ich mag das Ergebnis richtig gern und deswegen habe ich den auch am meisten genutzt dieses Monat. Er ist halt auch für mich perfekt, weil er die perfekte Farbe jetzt ja für die kühle Jahreszeit ist, weil ich ja doch ein Bleichgesicht habe. Und mit dem kann ich so schön mein Gesicht aufwärmen, wobei ich wirklich sagen muss, also wenn man sehr geruchsempfindlich ist, dann ist dieser Bronzer nichts für einen, denn der Duft ist wirklich ekelerregend. Ich weiß nicht, was sich da Essence dabei gedacht hat, so einen Duft hineinzupacken, weil ich den wirklich grauenvoll finde. Aber vom Aufwärmen vom Gesicht her, ja, mag ich ihn einfach richtig gerne. Und ich bin froh, dass Nicole damit nicht zurechtgekommen ist. So konnte ich ihn testen. Und ich weiß nicht, ob ich, wenn mir der mal leer gehen würde und er noch im Sortiment ist, ob ich den nicht trotzdem, dass der so ekelhaft riecht, nachkaufen würde, weil mir der Farbton einfach richtig gut gefällt. Ihr werdet euch denken, warum kaufst du dir ein stinkendes Produkt nach, aber ich mag den vom Auftrag her einfach gerne und ja, ich glaube, man kann gut erkennen, mein Gesicht ist aufgewärmt, aber nicht übertrieben und ich kann auch nicht übertreiben, also das ist auch so ein richtig schöner Bronzer für Anfänger, finde ich. Man kann den super gut schichten, man kann aber auch nicht übertreiben. Also, ja, und bitte wundert euch nicht, diesen Pinsel habe ich ja die letzten 3-4 Mal Schminken schon benutzt. Immer denselben Bronzer, also da wundert euch bitte nicht. Ja. Aber ich finde das Ergebnis sehr schön und mir hat der Bronzer einfach gut gefallen. Er wärmt mein Gesicht ein bisschen auf, aber nicht übertrieben, aber stinkt einfach wirklich sehr. Trotzdem feiere ich ihn. Und ja, wenn ihr nach einem günstigen Bronzer sucht, wo ihr sagt, ja, ich möchte mich daran tasten, ich habe das noch nicht so oft probiert. Ich finde den gut. Ihr seht, es ging ruckzuck. Es hat mein Gesicht nur ein bisschen aufgewärmt. Es ist nicht automatisch überladen. Natürlich durch meinen gesamten Look wirkt das natürlich doch ein bisschen kräftiger, keine Frage. Aber man kann das ja auch kombinieren und sagen, ich trage nur Wimperndusche oder vielleicht einen Lidstrich. Oder ja, das ist ja dann jedem selbst überlassen. So, dann kommen wir zum gesagten Blush, der nicht dazu passt, aber mich dieses Monat wirklich oft begeistert hat. Und das ist ein Produkt von Kiko aus der Standard-Kollektion. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob es ihn noch gibt. Ich habe ihn schon wirklich sehr lange. Aus der Metal Fusion Kollektion. Und zwar, das ist die Farbnuance 01.
Und der sieht ihnen so aus, kommt auch mit so einem Spiegel. Und ja, er hat so einen, ich glaube, ihr könnt es schon erkennen, wenn ich ihn aufmache, so einen Blushlighter-Effekt. Und ja, war natürlich das Monat für mich wieder das Highlight schlechthin. Auch da habe ich immer denselben Pinsel benutzt und gehe da jetzt mal hinein. Bin nicht wirklich stark hineingegangen und trage mir den mal auf. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das so ein Blushlighter ist, dann ja, trage ich mir den auch teilweise so bei der Kontur des Highlighters mehr auf, denn dann verzichte ich, so wie heute, auch auf Highlighter. Dann brauche ich keinen Highlighter, denn ja, ich ziehe das Blush einfach bis rauf. Natürlich gehe ich da nicht mit extra Produkt hinein, sondern ich setze hier unten an und ziehe das dann nur in Richtung der Stelle, wo ich sonst meinen Highlighter setzen würde. Und ich glaube, man kann das schon richtig gut erkennen. Es ist ein sehr dezenter Blush. Also da kann man auch gut schichten, ohne dass man gleich überblusht ist. Aber die Farbe finde ich richtig schön. Und ja, auch, dass es eben diesen Blushleiter-Effekt hat. Ihr kennt mich. Da brauchen wir jetzt nicht in jedem Video, wo das so vorkommt, darüber schwärmen. Ich mag das, ich mag dieses frische Gefühl. Es hat nur einen dezenten Glow. Ich glaube, man kann es schon gut erkennen. Ja, passt jetzt. Ja, es gibt Blush, die einfach da besser dazu passen würden. Also ich wäre da eher sowas in einem bräunlichen Ton oder sogar noch eher Koralle oder so dieses Rosa. Ja, unterstreicht das Ganze jetzt nicht unbedingt, aber er ist ja auch sehr dezent und somit funktioniert das jetzt auch vollkommen und ist wirklich für mich ein tolles Produkt, was ich das Monat richtig gefeiert habe und sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man auf so Blushleiter wie ich ein Auge geworfen hat. Ja, und dann kommen wir auch schon zu meinem Fixing Spray, das tatsächlich auch nur eines war. Und zwar eigentlich ist es ein erfrischendes Setting Spray, da scheiden sich ja die Geister, und zwar eines von MAC. Das war aus einer Sonderedition im Sommer letztes Jahr, und zwar das MAC Fix Plus Setting Spray Awaken. Das ist diese lilane Mini-Variante. Die habe ich mir letztes Jahr bei einem Shopping-Trip gegönnt. Da habe ich auch ein Video gemacht, ist schon sehr lange her, aber ja, wenn ihr euch durch meine Videos durchklickt, würdet ihr das sicher wieder erkennen. Ihr seht, gut benutzt. Jedoch nicht leer bekommen. Ich dachte wirklich, das werde ich das Monat leer bekommen und ich werde ein anderes öffnen dürfen aus meinem Backup. Nichts. Ja, ich habe es wirklich diese 4, 5 Mal, wo ich mich fertig gemacht habe oder Videos mit euch gemacht habe, benutzt. Wenn ich ein Fixing Spray brauchte, nutzen wollte, wie auch immer, und trotzdem habe ich es nicht leer bekommen, ist ein Produkt, wo ich sage, ich mag MAC-Produkte. Ob ich mir so ein Setting Spray wieder nachkaufe, maximal diese limitierten Editionen, die ja, sprechen mich einfach auch von der Verpackung her sehr an. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie das Make-up nicht so langanhaltend machen wie zum Beispiel Urban Decay, das All Nighter, was ja sehr bekannt ist. Ich trage mir das schnell auf. Ich mag den Geruch. Das ist wirklich ein angenehmer Geruch. Ich mag auch den Sprühnebel. Der ja, ist für mich auch kein Problem, muss ich wirklich sagen. Da komme ich gut zurecht. Und es hinterlässt so ein feuchtes Gefühl, aber nicht zu große Tropfen, was ich gut finde. Und das, obwohl wir schon fast am Ende angekommen sind, mag ich wirklich gerne. Und ja, habe da überhaupt kein Problem. Gehe ja dann immer, wie ihr wisst, gerne nochmal mit meinem Puderpinsel ohne zusätzlich Produkt nochmal über die Haut. Da warte ich eben so 1, 2 Sekunden und dann gehe ich nochmal über die Haut drüber, um das Ganze sozusagen zu fixieren. Auch das mache ich jetzt mit euch gemeinsam. Ja, ich mag einfach an diesen Fixing Sprays, ich weiß, manche halten von dem überhaupt nichts. Ich mag das einfach, weil ich das Gefühl habe, dieses Pudrige verbindet sich nochmal und macht das Ganze einfach nochmal schöner. Und ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall. So, dann kommen wir auch schon zu den Wimpern.
Und bei den Wimpern hatte ich auch tatsächlich nur eine Wimperndusche, und zwar dieses Mal eine von Douglas, und zwar das ist die Volume Obsession Volumen Mascara. Ja, zu der stehe ich sehr zwiegespalten. Wie gesagt, ich habe das ganze Monat nur diese hier benutzt. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Ein normales Bürstchen, also keine Silikonnoppen oder so. Vom Auftragegefühl und vom Bürstchen her ganz okay. Aber was mir aufgefallen ist, ich tusche mir in der Zwischenzeit nebenbei die Wimpern. Was mir aufgefallen ist, sie stempelt sich unten sehr, sehr stark ab. Also ich habe unten sehr oft am Ende des Tages oder auch schon nach 3, 4 Stunden ab und zu, nicht immer, ja, schwarze Ränder gehabt. Ich wusste jetzt nicht, habe ich besonders geschwitzt oder war irgendetwas im Make-up im Allgemeinen, dass es nicht funktioniert hat, oder lag es auch am Primer, dass der zu, ja, reichhaltig war, dass das einfach sozusagen weggeschwommen ist. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Denn ich bin das ganze Monat über nicht drauf gekommen, an was es liegt. Jetzt stand natürlich, kurz bevor ich jetzt mit diesem Video angefangen habe, also die letzten Tage, habe ich mir natürlich immer wieder überlegt, wie verfährst du weiter mit dieser Mascara? Nutzt du sie weiter, löst sie die ab oder nimmst du sie jetzt noch das Monat über und dann kommt sie weg? Ja, ich bin da nicht schlüssig geworden, ich sage es ganz ehrlich. Einerseits war ich schon vor 1, 2 Wochen dran, sie auszutauschen, wie mir das das erste Mal passiert ist. Ich habe mir schon gedacht, okay, die landet definitiv im Müll. Und ich öffne einfach eine neue, da ich ja nur die in der Schminkbox hatte. Und ja, dann habe ich ihr aber doch noch eine zweite Chance gegeben. Da war sie dann wieder okay. Ja, und so ging das eigentlich das ganze Monat über, dass ich nicht wusste, wie ich mit dieser Mascara umgehen soll. Einige von euch werden jetzt sagen, schmeiß sie doch einfach weg, du hast tausend andere im Backup. Ich mag sowas einfach nicht. Es sind Produkte, die Geld kosten, egal ob sie jetzt geschenkt sind oder aus einem Trashy kommen oder wie auch immer. Ich trenne mich sehr ungern von Produkten, wenn ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass sie mir nicht zusagen. Und was an dieser Mascara für mich sehr schwer war, dass ich eigentlich das Ergebnis sehr, sehr gut fand. Auch, einen Moment, wenn ich, das Gefühl hatte, dass es manchmal nicht funktioniert hat. Ja, ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ich mag es einfach nicht, mich sofort von Produkten zu trennen, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Und was mir sehr gut gefällt, und ich glaube, das kann man gut erkennen, sie hat wirklich ein sattes, schwarzes Ergebnis. Zweimal auftragen und die Wimpern, ich mag das Ergebnis sehr gerne. Und dadurch ist mir das in diesem Monat richtig schwer gefallen, einfach zu sagen, ja, kommt weg, ab in den Müll. Ich sage es ehrlich, ich gebe ihr noch ein Monat zusätzlich in einer Schminkbox, irgendwann, vielleicht in den nächsten 3, 4 Monaten, je nachdem, wann sie halt wieder drankommt. Und ja, entscheidet dann neu, ob sie bleiben darf oder nicht, ob sie vielleicht schon ausgetrocknet ist. Ich habe sie jetzt doch schon ein bisschen länger offen. Oder ja, ob sie einfach zu lange offen ist und deswegen weg muss. Ja, da kann ich mich einfach noch nicht trennen. Das Ergebnis finde ich auf jeden Fall gut. Mir hat das einfach so immer richtig gut gefallen. Und ja, tut mir da einfach schwer. Mich würde interessieren, wie ihr das seht. Könnt ihr euch da so ruckzuck einfach von Sachen trennen, die nur beim ersten, zweiten Mal nicht so funktionieren? Oder gebt ihr da Produkten auch weit länger eine Chance? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Das würde mich interessieren. So, dann kommen wir auch schon zu den Lippen. Ja, große Überraschung, bei den Lippen habe ich natürlich kein Produkt gehabt. Fünfmal geschminkt, fünfmal nichts benutzt oder ja, wenn nur benutzt für ein Video für euch, und das zählt für mich einfach nicht. Es waren tolle Sachen dabei, aber nichts, wo ich sage, ja, das habe ich zumindest von fünfmal, zweimal benutzt. Ist durch die Maske einfach schwierig und versuche mir auch so gut wie gar keine Lippenprodukte nachzukaufen, zu besorgen, denn ja, ist einfach schade ums Geld. Aber ich habe noch zwei Produkte, die trotzdem ausziehen werden, die ich dieses Monat getestet habe und nicht für gut empfunden habe.
angefangen etwas für die Lippen. Und zwar von Riva Love mit dieser Lip Mask mit Shea Butter. Das ist so ein rosanes Tiegelchen mit schwarzem Deckel und sieht oben so aus. Ich versuche das jetzt gerade mal aufzumachen. Ja, ist so eine feste Konsistenz, so eine Lippenbutter. Und ihr seht, ja, ich habe da doch oft hineingeditscht. Das Problem an dieser Lippenbutter ist einfach, also an dieser Lippenmaske, dass der Geruch so grauselig ist auf den Lippen, dass ich, ja, ich habe das 4-5 Mal getestet, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht bin ich heute nur sehr sensibel, aber nein, es ist einfach grauselig. Und ich finde es schade, weil ich habe es auch im Trashy gehabt und es war unbenutzt und habe mich gefreut, weil ja, Rival Loves Me Produkte, ihr wisst, da habe ich einfach nicht so oft die Möglichkeit, es zu testen und leider ist es für mich ein Flop. Ich werde es mal in der Familie weitergeben, vielleicht bin ja ich nur so geruchsempfindlich, was das Produkt angeht. Einfach langsamer sprechen, dann bekommt man die Wörter auch hinaus. Ja, und ich finde es halt schade, aber ist für mich einfach nichts, finde ich, wirklich unangenehm auf den Lippen, dieser Geruch. Und deswegen würde ich es nicht weiterverwenden. Und genau dasselbe habe ich bei diesem Produkt hier. Das ist ein Duschgel, was ich ja jetzt so die letzten 2-3 Wochen in der Dusche stehen hatte. Und zwar von La Vichière. Marke sagt mir gar nichts, habe ich von einer Freundin bekommen. Ein Duschgel, ein Bananenduschgel. Habe mich richtig gefreut. Banane ist so ein richtig guter Duft mit Mango, den ich richtig feiere. Und die Kombination aus, ich sage jetzt mal dreckiger Haut und diesem Duschgel ist einfach ekelhaft. Ich finde die Kombi, vielleicht ist das einfach nur von meinem Körpergeruch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ekelig, aber ja, nicht jeder Körpergeruch verträgt sich mit jedem Duft. Merkt man ja auch zum Beispiel bei Parfüms. Also nicht jeder kann dasselbe Parfüm tragen. Bei jedem entwickelt sich das anders und so war es auch bei diesem Duschgel. Also die Kombi aus meiner Haut mit diesem Duschgel war einfach ekelerregend. Ich habe mich wirklich in der Dusche geekelt. Der Geruch war grauslich. Ich dachte dann, okay, vielleicht einen schlechten Tag erwischt. Habe das wirklich 2-3 Mal probiert und fand es immer ekelig. Deswegen werde ich es mal weiterziehen lassen in einem Trash-Paket, weil ich glaube, dass es an sich wirklich nicht schlecht ist. Aber für mich und meine Haut war es einfach nur ekelhaft. Ja, und so hat sich das ganze Monat überstreckt. Ich habe ja wirklich trotzdem einiges zu berichten gehabt, auch wenn es sehr durchwachsen war und nicht so, ja, aufschlussreich wie sonst manchmal. Aber was sagt ihr zum fertigen Look? Seid ihr zufrieden? Sagt ihr, war ein sehr, sehr unspektakuläres Monat? Und vor allem, was für mich auch sehr spannend wäre, mir ist in diesem Monat aufgefallen, es könnte ja sein, dass es mir öfters so geht, dass es schwierig ist. Und ich möchte mir dann noch eine kleine Schwierigkeit, abgesehen von meiner eigenen Würfel-Challenge, machen. Und zwar habe ich mir das so überlegt, dass ich gerne auch eine Monatsbox mal, also so eine Schminkmonatsbox, farblich gerne mal, ja, zusätzlich als Challenge sehen möchte, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich möchte gerne im März oder April, je nachdem, wie meine Lust und Laune ist, eine sozusagen Frühjahrsschminkbox haben. Das heißt, ich möchte gerne Produkte in einer gewissen Farbe meine ich natürlich die Verpackung, nutzen und die Farbe sollt ihr mir vorgeben. Das heißt, ich würde das gerne vielleicht in der März- oder April-Box machen und würde gerne die Verpackung ja als Anlass nehmen, dass ich mir dann Sachen erwürfel, die auch wirklich nur diese Farbe haben oder dann noch etwas aus dem Backup öffnen muss, wenn die Farbe nicht gegeben ist. Zum Beispiel könnte man ja sagen, ja, Fliederfarben ist die Farbe des Monats März oder April, je nachdem, wann ich es dann entscheide. Und ich muss halt dann alles, was so in Richtung Flieder geht, benutzen, schauen, ob ich Produkte habe, eventuell etwas aus dem Backup nehmen oder sogar auf das Produkt verzichten, wenn ich es in der Farbe gar nicht habe. Wäre für mich eine spannende Challenge. Ich hoffe, euch würde das Ganze gefallen, denn ihr kommt da auch ins Spiel, denn ihr werdet mir sagen, welche Farbe ihr gerne sehen wollt. Ihr könnt natürlich auch einfach simpel sagen, du nimmst eine nicht direkte Farbe und nimmst zum Beispiel alles, was in Verpackung Roségold ist. Oder du nimmst nur Produkte, wo die Verpackung, wie gesagt, Fliederfarben ist. Ihr könnt es aber natürlich auch sehr
offen gestalten und sagen, alles was lila ist. Lila ist eine sehr weitreichende Farbe, wo ich sicher mehr Möglichkeiten habe, als wenn ihr mir zum Beispiel als Farbe ein Mint zur Verfügung gibt. Ja, ich finde das richtig spannend. Ich hoffe, euch gefällt diese Idee. Und ich hoffe, ihr schreibt mir zahlreich in die Kommentare, welche Farbe ihr euch wünschen würdet. Und die Farbe, die dann am meisten genannt wird, die wird dann entweder die März- oder April-Box schmücken. Werde versuchen, auch andere Produkte, abgesehen von meiner Schminksammlung, damit einzunehmen. Sei es jetzt Duschgelfarbe, Masken, wie auch immer. Ich hoffe, ihr versteht das Prinzip, was ich gerne testen würde. Wie gesagt, ich werde das im März, April wahrscheinlich vornehmen, so als Frühlingsedition. Und ich wünsche mir von euch, dass ihr mir eine Farbe hinterlässt, die ihr euch wünschen würdet, an was ich mich richten halten soll, wie auch immer. Und ich hoffe, ihr habt Lust auf diese zusätzliche Schminkbox-Challenge. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und das Monat war nicht allzu fad, zu unspektakulär, wie auch immer. Ich möchte, dass ihr euch hier wohlfühlt, mitentscheidet. Und deswegen auch diese Idee mit dieser Frühlingsschminkbox, wo ihr entscheidet, was wir so tun. Ja, lang genug gequatscht. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss, Baba.